So, wunderschönen guten Abend. Ich habe versucht, Kombucha herzustellen und das habe ich dokumentiert und das lese ich jetzt einfach mal vor. Klingt ganz ähnlich, ist dabei doch etwas völlig anderes. Kombucha und Kambodscha. Hinter dem einen Wörtchen versteckt sich ein Pilz / ein 1000 Jahre altes Gargetränk, wie es bei Wikipedia heißt. Und das andere ist eben ein Land in Südostasien. Dieser Text handelt von Kombucha, nicht von Kambodscha. Obwohl ich einmal in Kambodscha war und auch erzählen könnte, dass es dort Pilze gibt, doch weil es sich dabei nicht um Kombucha-Pilze drehen würde, wäre das eine ganz andere Story. Noch nie habe ich das Gargetränk gekostet, ich habe null Erfahrungswert in Sachen Zubereitung, sondern nur ein gefährliches Halbwissen. Mit dem Kombucha-Pilz soll man spielen, das gleichnamige Getränk herstellen können. Gesund sei es, gut für die Darmflora, belebend obendrein und dabei noch ultra hip. Wenn es wirklich hip ist oder mal hip wird und nichts anderes interessiert durch Studenten in Nürtingen, muss ich wenigstens ein Startup in Berlin finden lassen, das Kombucha produziert. Eine Manufaktur, die von Typen gegründet wurde, die lange Bärte und zu kurze Hosen tragen. Und tatsächlich, so ein Startup existiert im Norden der Stadt. Das Viertel Pankow ist zwar wenig hip, doch die beiden Gründer, glattrasierte BWLer an Kapuzenpullis, machen Hoffnung, dass ich in meiner Küche dieses fermentierte Teegetränk ganz easy zubereiten kann. Neben ein paar guten Ratschlägen bekomme ich von der Zwei-Mann-Firma das Wichtigste für mein kleines Experiment, einen Kombucha-Pilz. Oh, ich muss schnell lesen, ich sehe die Uhr. Ich versuche nicht zu schnell zu lesen. Falls ich mich verlese, das gehört alles dazu, das macht es nur noch authentischer. Also es ist kein Unfall, das ist geplant. Der Pilz, er ist fingerdick und groß wie ein Spiegelei, seine Farbe changiert. Je nachdem, wie das Licht auf den Apparat fällt, ist er mal weißlich, kurz darauf hautfarben. Am interessantesten aber bleibt die Konsistenz, fest und labberig zugleich, wie eine Qualle fühlt sich der Pilz an. Auch an die Zunge von meinem Hund muss ich denken, präziser wie die untere Seite einer Hundezunge. Damit es hier keine Missverständnisse gibt, mein Hund, der leckt nun mal gerne an Händen. Glatt und glitschig, ja, gallertartig ist diese Kultur. Wie riecht eigentlich so ein gallertartiger Lappen? Ja, ziemlich stark nach Essig. Dieser Duft steigt mir in die Nase, als ich den verschweißten Beutel mit der gelblichen Flüssigkeit aufschneide, in dem der Pilz treibt. Mein erster Gedanke, Wasser ist auch ein gesundes Getränk und hat einen ganz entscheidenden Vorteil. Es ist völlig geruchsneutral, ein Hauch vor nichts, aber ich lasse mich auf Kombucha ein. Bevor ich meinen ersten Kombucha-Tee zubereite, wäre es ratsam zu wissen, was ich am Ende eigentlich herstellen mag. Eine dunkelbraune Glasflasche mit dem fertigen Produkt von den glattrasierten BWLern will verkostet werden. Glas als Behältnis sei ganz wichtig, weil das fermentierte Teegetränk sich im Plastik nicht wohlfühlen würde. Schließlich geht es um eine lebendige Kultur, das Getränk somit unpasteurisiert. Ein großer Energy-Drink-Hersteller, der aktuell mit seinem Fußballclub aus Leipzig die Liga terrorisiert, vertreibt neuerdings auch wieder eine Kombucha-ähnliche Flüssigkeit. Der Versuch damit vor Jahren schon das große Geld zu machen, scheiterte. Doch jetzt scheint dem Konzern die Zeit reif. Als Fußballfan hoffe ich, dass das kein schlechtes Omen für die Bundesliga ist. Naja, das, was aus der Flasche in meinen Händen unsichtbar emporsteigt, riecht intensiv und sauer. Eine ganz satte Note von Essig. In einem Glas sieht die Flüssigkeit einer hellgelben Apfelschorle zum Verwechseln ähnlich. Sie perlt im Abgang. Die Geschmacksrichtung des Kombucha, die soll grüner Tee sein. Ja, mit etwas Fantasie ist dem möglicherweise auch so. Intensiv und vergoren schmeckt die Flüssigkeit dabei. An Citre muss ich denken, nur ohne Alkohol. Vorm Austrinken bedroht ein Claim, der nach was klingt, doch hier nicht ganz der Wahrheit entspricht. Deshalb ist es wohl auch nicht der Slogan der BWLer. Vielleicht funktioniert Kombucha besser als Mixgetränk mit Wodka, so wie Mate-Wodka oder wie Wodka mit dem klebrigen Gummibärchensaft aus Österreich oder Wodka mit Lem oder Wodka mit O-Saft. Memo an mich, Kombucha mal als Mixgetränk mit Wodka versuchen. Ich schweife schon wieder ab. War der erste Schluck ungewohnt hat Überwindung gekostet, geht der Inhalt nach dreimal Nippen deutlich leichter runter. An den eigenwilligen Geruch gewöhne ich mich langsam. Der bittere Geschmack wird von Schluck zu Schluck süßer. Dabei enthält die Flüssigkeit in der dunklen Glasflasche durch natürliche Fermentation nur noch wenig Zucker. Hey, hey, es kann überhaupt nichts schiefgehen. So die Worte von den Kombucha-Brauern. Viel zu beachten gäbe es bei der Produktion nicht, haben sie mir gesagt. Einzig und alleine etwas Geduld sei gefragt.
Dabei meinten sie weniger Geduld während der Zubereitung, vielmehr braucht der Gärungsprozess etwas Zeit. Also wenn du Kombucha ansetzt, lass es mindestens 5 Tage ruhen, eher 8, noch besser sind aber 10 Tage, meint der eine. Na gut, sein Wort in Gottes Ohr. Ein Experiment in 3 Akten. Erster Akt, die Zubereitung. Und da kann ich auch mal kurz eine kleine vorbereitete Fotografie zeigen. Das sind alle Zutaten, die es für dieses Getränk benötigt. Alle nötigen Utensilien breite ich vor mir auf dem Küchentisch aus. Grüner Tee, circa 20 Gramm, 240 Gramm Rohrzucker, ein Teenetz, einen Trichter, ein großes Gefäß, das sich nach oben hin etwas verjüngt und natürlich der Pilz. Der schwimmt in einem Kombucha-Bad, also der mitgelieferten Flüssigkeit, die ich zusammen mit der Kultur in eine Schale gepackt habe. Als erstes heißt es, circa 3 Liter grünen Tee kochen und diesen in bekannter Weise zubereiten. Einziger Unterschied, da es in meinem Haushalt an einer so großen Kanne fehlt, verwende ich einen Kochtopf. Normalerweise soll der Tee nicht länger als 2 bis 3 Minuten ziehen. Meine kleine Google-Recherche hat ergeben, dass der Tee, der später meine Kombucha-Flüssigkeit wird, ruhig etwas länger im kochenden Wasserbad verweilen darf. Ohne es empirisch belegen zu können, klingen 10 Minuten richtig. Abgesehen von der Menge und der etwas unorthodoxen Zubereitung im Kochtopf gehört eine ordentliche Ladung Zucker in den Tee, 4 Esslöffel auf 1 Liter. Aus einer Laune heraus knalle ich den ganzen Beutel mit 240 Gramm in die 3 Liter. Gönn dir, der Zucker nährt schließlich den Pilz. Jetzt heißt es kräftig rühren, solange bis der Löffel nicht mehr in der süßen Brühe stehen kann. Danach braucht es zum ersten Mal Geduld, denn der Tee muss auf Zimmertemperatur abkühlen. Warum? Die lebendige Kombucha-Kultur verträgt keine heißen Temperaturen. Schnitt und wir machen einen Zeitsprung. Mittlerweile befindet sich der lauwarme und äußerst süße Tee in dem großen Einmachglas. Es ist der Moment, in dem die Kombucha... Ups, da war ein Verleser, der war aber hier kalkuliert. Es ist der Moment, in dem der Kombucha-Pilz samt einer essigmüffelnden Flüssigkeit dazugeschüttet wird. Nach einem kleinen Tauchgang treibt der glänzende runde Lappen an der Oberfläche. Wäre er auf dem Grund gesunken, und auch das kann passieren, kein Problem, alles kann, nichts muss, das beflügelte Motto der Swinger-Szene könnte bei diesem Arbeitsschritt die Devise sein. Das Runde muss ins Eckige und der Pilz einfach in das Glas, 5 Euro für das Phrasenschwein von mir obendrauf. Und so sieht es dann aus, nachdem es dann so halbwegs fertig war. Die Öffnung des Gargefäßes decke ich mit einem Küchenhandtuch ab. Dann stelle ich den Bottich auf einen Schrank. Möglichst dunkel ist ideal. Eine normale Zimmertemperatur, die Voraussetzung. Und nun heißt es warten, 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 warten. Wenn ich alles richtig gemacht habe, und um ehrlich zu sein, kann man bei der Herstellung selbst mit 2 Promille Alkohol im Blut und verbundenen Augen kaum etwas versauen, reift in der folgenden Woche eine neue Pilzkultur. Die Kultur ähnelt im Grunde einem vielköpfigen, schlangenähnlichen Monster der griechischen Mythologie. Verliert die Hydra einen Kopf, wachsen an dessen Stelle 2 neue nach. Setzt man Kombucha an, bekommt man nach jedem Durchlauf einen neuen Pilz. Einige kennen das sonst wahrscheinlich nur vom Besuch im Hallenbad. 2. Akt. Der Gärprozess. Ohne 5 Minuten. 24 Stunden sind vergangen. Ein erster neugieriger Blick ins Glas. Alles sieht noch genauso aus wie gestern. Handtuch hoch, einmal riechen, ja, eine satte Note von Essig. 48 Stunden später hat sich an dem Geruch nichts verändert. Allerdings kommt nun ein wenig Bewegung in die Sache. Mein Kombucha-Pilz schwimmt nicht länger oben. Wie ein U-Boot treibt er eine Handbreit unter der Oberfläche. Ich bin mir nicht sicher, doch die lebendige Teebrühe scheint etwas dunkler zu werden. Am Tag 4 nach dem Ansetzen kommt Musik ins Glas. Der Kombucha-Pilz schwebt in der Mitte des Gefäßes, senkrecht wohlgemerkt. Der Geruch gleichbleibend wie an Tag 1. Irgendwie hat das, was ich da einatme, etwas von Handkäse mit Musik. Mir fällt das erst jetzt auf, es riecht tatsächlich so, nur die Zwiebelstücke und der Kümmel in der Brühe fehlen. Zum Glück, denn ich muss gestehen, ich bin kein Fan von Handkäse mit Musik und ich möchte mir nicht vorstellen, dass ich diese Suppe bald probieren werde. Denn mittlerweile verändert sich auch die Oberfläche. Dick wie ein Fettfilm breitet sich das, was wohl die neue Pilzkultur wird, auf der Flüssigkeit aus. Dünne Fäden ziehen sich durch den Tee, ein Meer aus Quallen im Miniaturformat. Doch wenn ich an den Handkäse denke, macht mir das komischerweise Hoffnung.
Vor einigen Jahren saß ich mit dem Die Zeit-Kolumnisten Harald Martenstein in einem Mainzer Weinhaus und versprach ihm, dieses sehr spezielle und in der Region durchaus beliebte Gericht zu kosten. Ich quälte mich vor dem ersten Happen, die Gabel wollte nicht in meinen Mund, und als sie darin verschwand und ich mit Bedacht kaute und dann durch die Nase vorsichtig Luft zog und schmecken wollte, ging es. Der Geschmack war besser als der Anblick und der Geruch vom Handkäse. Deshalb werde ich das Glas fortan nun auch abdecken. Ich hülle es in das Geschirrtuch, aus den Augen, aus dem Sinn. Licht mag der Kombucha-Pilz ohnehin nicht. Eine klassische Win-Win-Situation für uns beide. Eine Woche ist vergangen. Die letzten 3 Tage habe ich das Gefäß, das wie von Christo verhüllt, in der letzten Ecke auf dem Küchenschrank wartet, vergessen. Das Versteckspiel findet sein Ende. Was mag denn nun unter dem Tarnmantel vorgehen? Wenn ich das Handtuch lüfte, wird mich vielleicht eine unbekannte Lebensform anspringen? Ich nehme meinen Mut zusammen, hole den Bottich vom Schrank und stelle ihn vorsichtig auf den Tisch. Ganz leise zähle ich in mich rein. 1, 2, 3. Ach so, ja, gestern war ich auf einem Junggesellenabschied. Ein flaues Gefühl im Magen macht sich bemerkbar. Oder ist es doch die Angst, was da gleich passiert, was ich gleich inhaliere und was ich vielleicht sogar höre? Behutsam schäle ich das Glas aus dem Tuch, wie ein Weihnachtsgeschenk, mit dem großen Unterschied, dass die Vorfreude gar nicht so groß ist. Der Überraschungseffekt trifft mich ungleich heftiger. Was ich erblicke, hat Google anders vorausgesagt, haben auch die BWLer in den Kapuzenpullis nicht erwähnt. Entweder ist hier was mächtig schiefgelaufen oder besonders gut. Die Hydra-Theorie mehr als bestätigt. Auf dem Grund des Glases liegt mein Kombucha-Mutterpilz. An ihm klebt der neue, dünnere, dafür deutlich größere Lappen, der in den vergangenen Tagen entstanden ist. Und auf der Oberfläche bildet sich noch eine neue Kultur, ein ja unappetitlicher dunkler Brocken, der unter der frisch heranwachsenden Kombucha-Kultur schwimmt, war vorher auch noch nicht da. Das Ding gleicht einem Kokon, ein Mini-Alien, der immer noch saure Essigdunst löst einen Reiz in mir aus. Besser das Tuch wieder schnell drauflegen. Und da sieht man, links ist mein Mutterpilz, rechts, das habe ich gezüchtet in einer Woche. Oben rechts ist dieser schwarze, was auch immer, Kropfen und darauf der Film. Heute kann ich unmöglich den nächsten und somit letzten Schritt einleiten, das Abfüllen in Flaschen, den Gärprozess anleiern und den fertigen Kombucha kaltstellen. Heute nicht, morgen vielleicht. Mein Besuch blickt derweil irritiert in das Glas, rümpft die Nase und schaut mit Falten gelegter Stirn zu mir besorgt rüber und bestätigt, dass mein Kater wenigstens nicht meine Sinne trügt. Ich sage, ja, das wird Kombucha ist gesund, gut für die Darmflora und hilft beim Entgiften. Außerdem stärkt es auch dein Immunsystem. Mein Gegenüber antwortet ziemlich unbeeindruckt, ja, ist ja okay, aber hättest du auch einen Kaffee für mich? Offensichtlich ist sie kein Early Adopter, kein Opinion Leader, kein Kombucha-Hipster, bleibt eben mehr für mich. Für den Moment reicht mir aber auch erstmal ein Kaffee. Dritter Akt, die Verkostung. Bevor es an den Ausschank geht, muss ich mich wieder in Geduld üben. Die Kombucha-Flüssigkeit gelangt durch Trichter und Sieb in gekaufte Glasflaschen. Luftdicht, verschlossen bleibt der Tee 1 bis 3 Tage bei Raumtemperatur stehen, damit sich Kohlensäure bilden kann. Ich werde ungeduldig, nach einem Tag stelle ich die Flaschen kalt. Eine Pfütze Kombucha bleibt mit 2 Pilzen zurück. Würde ich noch länger warten, wäre aus dem dicken Film wohl noch eine weitere Kultur entstanden. Doch die Zeit fehlt und mit meinen beiden vorhandenen Kulturen lassen sich sowieso schon 2 neue Mischungen ansetzen. Also nicht gierig werden, bis zu ihrem Einsatz lagere ich die glibberigen Lappen in der nach Apfelessig duftenden Flüssigkeit unter einem Deckel im Kühlschrank. Die Faustregel besagt, je saurer der Kombucha, desto weniger braucht es davon, um 9 herzustellen. Jetzt trinke ich also seit einigen Tagen täglich ein Glas von diesem Tee. Wenn ich nicht einatme, bevor ich ansetze und somit den Essiggeruch ausblende, geht das Getränk wirklich ganz gut runter. Der Geschmack meiner Meinung nach kommt dem Produkt des gekauften, meine Güte, wer hat das denn geschrieben? Ich lese diesen Satz nochmal vor. Der Geschmack meiner Mischung kommt dem gekauften Produkt recht nah, eine süße Note, ohne zu verkleben, nicht muffig. Nur Kohlensäure hat sich nicht in den Flaschen entwickelt, doch damit kann ich gut leben. Was Kombucha mit mir macht? Während meiner Testphase schlafe ich pro Woche höchstens 7 Stunden, gerne auch nur 6. Soweit nichts Ungewöhnliches für meinen Biorhythmus, denn auch sonst sind meine Nächte kaum länger. Großer Unterschied jetzt, ich fühle mich subjektiv betrachtet frischer und das mit nur einer Tasse Kaffee am Morgen.
Müsste ich zwischen Kaffee und Tee entscheiden, wäre Kaffee immer meine Wahl. Doch der grüne Kombucha-Tee belebt, macht wacher und mich vielleicht sogar ein wenig produktiver als sonst. Dass dieses Getränk so wunderbar für die Darmflora sein soll, dazu möchte ich jetzt eigentlich nichts mehr sagen. Bei Interesse einfach mal der Bestseller-Autorin Julia Enders, der Damit-Schamfrau, eine E-Mail schreiben. Es ist ja schließlich ihr Spezialgebiet. Ja, und was ist jetzt mit dem Wodka und dem Kombucha? Probiert es doch einfach mal hier aus. Ihr wisst jetzt, wie es geht. Vielen Dank und Prost.